Ja, nochmal für Sinus und Cosinus x Stammfunktionen bilden, nicht mit Substitution oder partieller Integration. Da habe ich in der Playlist trigonometrische Funktionen eigene Videos. Die Grundlagen sollten auch sitzen, dass, wenn ich jetzt f von x gleich Sinus x habe, grundsätzlich die Ableitung Cosinus x ist und natürlich von Cosinus x die Ableitung f' von x gleich minus Sinus. Mit den Grundlagen kann man sich eigentlich auch den Rest erbasteln, dass man dann eben sagt, wenn ich minus Sinus x habe, ist die Ableitung minus Cosinus. Und wenn ich minus Cosinus habe, ist die Ableitung plus Sinus. Das sollte kein Problem sein. Es geht jetzt um den Ausdruck, was mache ich denn mit f von x gleich Sinus von 10x, 10 mal x. Wie wäre da eine mögliche Stammfunktion? Und als Grundlage sollte man natürlich dann das, ich nenne es mal, das verkettete Denken haben, wenn ich jetzt ableiten würde, f' von x, dann hätte ich ja, Sinus ist abgeleitet, Cosinus, innerer Teil bleibt, ich multipliziere, mit der Ableitung vom inneren Teil wäre 10, dann zurück ist eigentlich fast genauso easy, Sinus zurück wäre, jetzt muss man ein bisschen überlegen, minus Cosinus, denn minus Cosinus ist ja plus Sinus abgeleitet. Innerer Teil bleibt stehen und jetzt multipliziere ich nicht mit der Ableitung vom inneren Teil, sondern ich entweder teile oder schreibe mal 1 durch die Ableitung vom inneren Teil. Was ja nichts anderes ist als minus 1 Zehntel Cosinus von 10x. Und jetzt kann man sich auch wieder zurückkontrollieren. Ich habe das plus c jetzt nicht dran geschrieben, weil es ging nur um eine von vielen möglichen. Das habe ich ja auch geklärt. Wann schreibe ich ein plus c oder nicht? Wenn ihr die Menge aller Stammfunktionen angeben sollt, schreibt noch plus c dahinter. Jetzt f'. Da hätten wir aus minus Cosinus wird Sinus 1 Zehntel bleibt konstanter Faktor. Nochmal, die 1 Zehntel bleibt, minus Cosinus wird zu Sinus, innerer Teil bleibt, mal die Ableitung vom inneren Teil ist 10, könnte ich 10 Antel schreiben, gekürzt komme ich auf entsprechend genau dieses Paket. Und jetzt könnt ihr auch ein anderes Beispiel nehmen, f von x ist gleich, was weiß ich, 30 mal Cosinus von, das ist ja immer gerne genommen, Pi Viertel x. Was wäre dann f von x? Jetzt geht er ganz entspannt ran. Cosinus nach oben, also beim Integrieren Sinus, den Sinus ist abgeleitet Cosinus, 30 bleibt, innerer Teil bleibt und jetzt ein bisschen konzentrieren. Man kann hier zum Beispiel schreiben, 1 durch die Ableitung vom inneren Teil ist ja Pi Viertel. Ich teile durch einen Bruch, indem ich mit dem Kehrwert mal nehme, also 4 Pitel, hört sich blöd an. Ist halt so, Sinus von Pi Viertel mal x. Jetzt könnte ich natürlich noch viel dran basteln. Ich könnte jetzt noch sagen, was ist, wenn da zum Beispiel noch plus Pi steht? So, also ein bisschen tricky noch zum Schluss. Plus einer Zahl. Zahlen bekommen beim Integrieren dann die Variable dazu. Das wäre dann plus Pi x. Ja, so, das sollte erstmal, denke ich, reichen. Dann kommt man gut durch.